So. Nicht schlecht, Neuer, nicht schlecht. Das ist echt ein Riesenhaufen Follower. Du bist für das nächste Level bereit. Komm ins Kuhn-Versteck. Kuhn, Ende. Okay. Kehre ins Kuhn-Versteck zurück. Stopp, Neuer, stopp. Siehst du die ganzen roten Legos? Das ist Lava. Die ist absolut tödlich. Nicht berühren. Halt, das ist unlogisch. Wer tut da Lava hin? Nimm das, Kuhn-Freunde. Professor Chaos. Ganz recht, Kuhn. Ich habe in der ganzen Stadt strategisch Lava platziert. Ich kann es euch doch nicht so leicht machen. Was wäre die Welt ohne ein bisschen Chaos? Chaos. Okay, könnt abschalten. Um Chaos kümmern wir uns später. Wir haben andere Prioritäten. Kuhn, Ende. Mal hier war ich aber schon drin, ne? Ach, das war ja wieder von dem Nerd. Nerdy. Nerdy Birdie. Jetzt schau dir das an, Mann! Kann ich die jetzt platt machen? Nein! Du Nein! bist Oh Gott, ist tot! das schrecklich! Nein! Die sind aber schon ein bisschen brutal, Jetzt ne? schau dir das an, Mann! Lass mich durch! Geh weg da! Den hier hab ich von Asche, ihr Schlampen! Oh boy. Oh boy. Warte mal, welches Haus ist denn jetzt eigentlich von dem? Bin ich schon dran vorbeigelaufen? Nee, ist doch, glaube ich, das hier, oder? Nee. Hä? Nee, Cool and Friends. Ich muss das Grüne ausfinden. Gott. Schon lange, lange her mit South Park. Das kann ich gut machen. Grüne Haus ist von Cartman. Ah, Werbesendung. Habe ich hier schon reingeguckt? Was? Ah, hier war ich aber schon drin. Aber hier komme ich immer noch nicht hoch. Wobei, hier ist eine Leiter, ne? Oder komme ich auch nicht ran? Warte mal, kann ich jetzt wieder irgendwie gegenwerfen? Die Leiter vielleicht mit runterholen? Das hier vielleicht? Nö. Komm runter da! Das wird nichts, Freunde. Das wird so nichts. Ich gehe wieder zu Eric. Beziehungsweise zu The Coon. Oh. Wobei, war ich jetzt hier effektiv schon oben? Habe ich jetzt... Ich war hier schon oben. Das ist von Eric, okay. Wo ist das Schlafzimmer von der Mama? Okay, hier ist keins. Und bei der habe ich doch keine Dildos und Co. gefunden? Shame. Erstmal alles kaputt machen. Okay, ich gehe wieder runter, Freunde. Ich gehe wieder runter. Naja. Vielleicht später nochmal. Ach, muss ich schon wieder? Wird das nicht gespeichert? Fick dich mal, warte mal. Das war 307, ne? Dich, Mom. Alright. Top Bad Guys. Ah, da bist du ja, Wunderarsch. Superheld sein ist schwerer als du dachtest, hä? Ist schon okay, du stellst dich zwar beschissen an, aber ich hab Mitleid mit dir. Weil dein Dad deine Mom gefickt hat, als du klein warst. Komm mit. Ich erzähl dir was über Artefakte. Die meisten Helden verstärken ihre Fähigkeiten durch spezielle Ausrüstung. Siehst du das? Das ist ein Stärke-Artefakt. Du findest so Zeug überall in der Stadt. Der Witz ist, sie in deine Artefakt-Slots zu stecken. Na los, probier's aus. Soll jetzt irgendwas in meinen Slot reinstecken? Okay. Starte die Artefakt-App. Okay, da. Jedes Artefakt kann nur an eine bestimmte Körperstelle gesteckt werden. Nimm das hier, um deine Stärke zu erhöhen. Okay, drücke A, um deinen Artefaktplatz zu bearbeiten. Macht! Artefakte steigern deine Macht, welche über die Kampfkraft deines Teams entscheidet. Um stärkere Gegner zu besiegen, musst du stärkere Artefakte ausrüsten. Steigere deinen Heldenrang, um neue Artefaktplätze freizuschalten. Es verbindet sich mit deiner DNA und ist kurz unangenehm. Du wirst viele Artefakte cool finden auf deinen Superheldenabenteuern. Kannst auch selber welche basteln. Denk dran. Macht bedeutet geile Mädels und Kohle. Geil! Du solltest diese Sechstklässler jetzt schaffen. Mach sie fertig, Arschlord. Arschlord. Ich dachte immer, mit großer Macht kommt große Verantwortung. Aber die Variante hier finde ich geiler, ja. Frauen und Kohle. Geilomantico. Warte mal, kann ich jetzt hier an den Rechner ran?
an dem Pseudorechner. Du hast meine alternativen Kostüme für Spezialmissionen entdeckt. Ich habe den Wasseranzug gebraucht, als Professor Chaos Dark's Pond ablassen wollte. Den Rüstungsanzug habe ich zum Schutz vor Humankinds Laser erfunden, falls er sich je gegen mich wendet. Safety first, ne? Safety first. Okay, wir kommen hier nach oben. Die Artefakte sind ein wichtiger Teil deiner Power, Kumpel. Am besten stimmst du die Artefakte auf die Kräfte ab, die du im Kampf verwendest. Bis zum nächsten Tipp. Bis zum nächsten Tipp. Okay, Schnellreise stand da irgendwas, ne? Kann ich hier schnell reisen? Warte mal, ich will gerade ein Foto machen. Schnellreisen. Karte öffnen. Kann ich jetzt irgendwie... wieder finden, Legende. Wie kann ich hier schnell reisen? Bei mir ist auch noch mal eine Kiste, ne? Scheint mir. Aufstand der Viertklässler. Rette die Katze vor den Sechstklässlern. Okay, muss ich aber scheinbar trotzdem hinlaufen. Das zum Thema Schnellreise. Das hat bei The Witcher aber besser funktioniert, Freunde. Ist da Bescheid. So, gehen wir wieder raus. So, was ist das denn? Ach, das soll... Ah, warte mal, entdecken. Ah, das ist der Schnellreisepunkt. Schnellreise freigestaltet, Cartman. Oh, hey, dies ist deine erste Schnellreisestation. Such weitere, die werden dir das Leben erleichtern. Ja, Mann. Sehr gut, sehr gut. Also, auch da, wie bei Witcher, muss man das erste Teil finden. Hier waren wir auch schon dran, ne? Mal kann ich jetzt hier irgendwie was runterschießen? Ah, zerfliegen! Jetzt? Jetzt muss ich nur... Hallo? Du benötigst eine neue... Ah, ich brauche eine neue Fähigkeit. Okay, never mind. Dann kann ich sie jetzt noch nicht machen. Okay, dann lass jetzt mal kurz die Sechstklässler platt machen. Hier, Mizi. Komm, Mizi. Wirf einfach einen Stein. Nein, ich darf einen Stein schmeißen. Wirf doch stattdessen einen Böller. Hey, die sind teuer. Gib mir den Stein. Du Pussy, zünd das Scheißding an. Nein, ich darf den Stein. Oh, guck mal, ich kann ihn sogar schon vorher treffen. Wirf doch stattdessen einen Böller. Kampfvorteil. Besiege die Sechstklässler. Kampfstart. Wollen wir uns wirklich mit den Sechstklässlern anlegen? Ja, Mann! Gnade, Leute! Klar, ladet all eure Viertklässler-Freunde ein. Mehr Spaß für mich! Zeig uns, was du drauf hast! Kampfschwierigkeitsgrad. Casual-Helden haben einen Vorteil. Heroisch-Helden und Gegner sind gleich stark. Superhören-Gegner haben einen Vorteil. Teuflisch-Gegner haben einen massiven Vorteil. Es tut mir leid, dass ich jetzt gerade so ein bisschen pussymäßig hier unterwegs sein muss, ja, aber muss auch mal sein. Wir nehmen Casual. Im Pausenmenü kannst du, ach guck mal, kann man auch jederzeit ändern, falls wir mal Bock drauf haben. So. Setzen wir die erstmal in... Hack mich dann mal auf, wenn ich dran bin. In Brand, oder? Erstmal in Brand setzen. Machen wir erst den. Wobei, ich kann, glaube ich, mehrere treffen mit... Muss ich aber super nah ran. Weil so weit komme ich gar nicht ran. Hier. Ah, okay. Machen wir zuerst die beiden. Machen wir ungefähr 60 Schaden, das ist gut. Machen wir halt so. Kamehameha! Das gibt garantiert eine Narbe. Der ist schon tot? Nehmt eure Medizin, Zwerge! Was für ein läppscher Sechstklässler. Haha! Ohne zu zucken, Respekt! Fuck. Ich hab vergessen zu kicken. Für Viertklässler seid ihr echt zähe Brocken. Lass dich da von deinem Freund massieren. Alter! Fühlt den Zorn von Humankind! Ein Viertklässler mit einem Drachen. Bra. Okay, ja, gut. Das kann ich nie machen. Da steht aber auch kein... Shitty fuck! Steht alle im Weg! Kann ich maximal Schild machen, ne? Oder heilen. Heilen könnte ich auch. Komm, heil ich dich mal wieder. Ja, das ist der Jetstream zum Heilen. Ziemlich praktisch. Ziemlich praktisch. Der Jetstream. Craigs Blockkräfte erlauben es ihm, Schaden umzulenken. Details ansehen. Blockkräfte wehren bis zum Ende des nächsten Zuges Schaden ab. Ja, cool. Ein Charakter, der blockt, nimmt nur Schaden, wenn er zurückgestoßen wird oder der Angriff so viel Schaden anrichtet, dass er den Block durchbricht. Probiere Craigs Blockkräfte aus, indem du Y drückst. Hey, fick dich, ich bin Super Craig. Stümper Craig? Ich sagte, fick dich. Hä? Warte mal. Y
Muss ich jetzt einfach nur A drücken? Das hier macht zwar keinen Schaden, gibt mir aber ein Schild und macht mein Ziel. Brumm, brumm, brumm. Ach, sie fährt ja, das Superschild. Okay. 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 Die stehen immer noch hintereinander. Das heißt, wir können nochmal das so handhaben. Let's fetz. Kamehameha! Ich hab Sternchen gesehen. Na, richtig so. Ich bin ja auch awesome. Warte, ich bin voll am Brechen. Ich hab zurzeit einen Haufen Stress. Den werde ich an dir abbauen. Besser ein Haufen Stress als ein Haufen. Ah, nimm das, Zwerg! Viertklässler so eine geile Sache! Scheiße gelaufen, Neuer! Wer ist das nächste Ziel meiner grenzenlosen Wut? Entschuldigung, ich muss in den Ballon pissen. Oh nee, Zeit. Wie ekelhaft. Oh, ist ja schon ein bisschen arg ekelhaft. Mal stopp, ich glaube heilen ist besser, oder? Komm, ich halte dich nochmal. Wohlbekomm's. Wohlbekomm's. Wieder dabei. Ich bin dran. Alright. So, kannst du jetzt irgendwas Krasses machen? Warte mal. Da. Macht aber nur... Wie viel Schaden macht das? Macht es überhaupt Schaden? Ich versuch's einfach mal. Dieser Move ist gegen relativ schwache. Das habe ich kaum gesehen. Ah, okay. Hat gar nicht mal schlecht Schaden gemacht. War ein bisschen zu schnell, oder? Okay, machen wir nochmal Kamehameha, oder? Let's go. Kamehameha! Das sah schmerzhaft aus. Mission erfolgreich. Yes. Ich bin jetzt dran. Gefällt dir das, Vierklässler? In der Mittelschule gibt's davon noch mehr. Oh ne, ich will gar nicht wissen. Nein. Oh ne. Ja. Komm wieder auf die Beine, Arschboy. Aber der hat seinen eigenen Platt gemacht, ne? Die gestreiften Felder zeigen die Schadenszone eines bevorstehenden Angriffs an. Verlasse diesen Bereich, um nicht getroffen zu werden. War das da gerade? Okay, stimmt, kein da war Power. Da. So, jetzt. Ach, der lebt noch. Nee, der lebt nicht mehr. Guck mal, können wir einen Laser machen. Oh, jetzt bist du am Arsch, mein Freund. Jetzt bist du heftig am Arsch. Piu, piu. Piu, piu. Den haben wir die Fresse poliert. Aber so richtig. Aber so richtig. Armageddon-Blatt. Und 26 Cent. Why not? Why not? Mobber-Matcha und Artefaktsammler. Cool. Okay, das war ziemlich cool. Geile Teamarbeit. Told you so. Wir sehen uns. Okay, geile Aktion. Warte nur, bis sich rumspricht, dass wir 4 Sechsklässler verprügelt haben. Das fördert das Franchise. Obwohl dich jetzt natürlich alle 6-Klässler im Visier haben. Das war ein Fehler, ziemlich dumm. Okay, jetzt besorg uns noch mehr Follower. Wow. Ich bin jetzt der Gevögelte. Okay, aber wir können jetzt hier lang. Ist vielleicht gar nicht mehr so verkehrt. Toms Rhinoplasty. Das heißt, hier können wir uns wahrscheinlich das umoperieren lassen. Du hast bei Kryptonit nichts angegeben. Bist du unbesiegbar? Das geht nicht. Laut den Regeln brauchst du eine Schwäche. Such Mosquito, der hilft dir. Ich übertrage den Rest auf deine Karte. Es ist Zeit für ein paar Heldenmissionen, um deinen Charakterbogen auszufüllen. Geh zur Schule. Triff dich mit Maxi in der Kirche. Und nutze die... Okay. Aber ich will erstmal kurz einmal hier freischalten. Schnellreise freigeschaltet. Glückwunsch, das Schnellreisesystem ist voll ist bereit. Mit weiteren Stationen kannst du dein Netzwerk erweitern. Bei Schwierigkeiten kommt Blitzfreak vorbei. Bis dann. Bis dann, mein Freund. Blitzfreak. Okay, kann ich mit dir ein Foto machen, Freund? Da ist man einmal 3 Tage besoffen und alle Katzen verschwinden? Oh, hast du deine Katze verloren? Irgendwas hast du verloren. Früher hat man mit Spielzeug noch gespielt und es nicht in der Verpackung ausgestellt. Ich hab ihn jetzt voll beklaut, ne? Kriegt aus der Kiste raus. Die Mobile. Guck mal, was da drin ist. Gesprochene Flatrate. Unbegrenzter HD-Sound, Video-Voicemail. Damit liegt dir die Welt zu Füßen. Alrighty. Kann ich hier was klauen? Guck mal weiter zum Eingang. Oh, hier ist der Nächste. Wie kann ich dich von unserem Freundes- und Familientarif überzeugen? Gar nicht. Ich bin noch ein Kind. Du darfst mir gar nichts verkaufen. Ich hab neues Zubehör. Okay, aber der schon. Never mind. Schall. Fäkalisator. Warum auch nicht? Oh, der hat... Was? Boombox-Anzug? Sieht schon fesch aus, oder? Sieht schon fesch aus. Danke aber für deinen Einkauf bei die Mobile. Ich glaube, ich sollte mal häufiger gucken, was ich mit den ganzen Sachen machen kann, ne? Oh, ich kann mit dir... Oh, lieben gerne. Sobald du dich für einen Tarif entschieden hast. Willst du mich verarschen?
Und mit dem kann ich da mal kein Foto machen. Ich liebe es, Leuten 2-Jahres-Verträge ohne SMS und Gesprächslimit zu verkaufen. Ja, süßte. Das läuft doch bei dir. Mit dir kann ich auch kein Foto machen. Schade. Okay, ich gehe da wieder. Tschüss. Tschüssikowski. Post Office. Hier nochmal. Postmitarbeiter Abschiedsbrief. Rasiermesser scharfer irgendwas. Make your mail our priority. US Postal Office. I see. Oh, hier gibt's was zu klauen. Sehr schön. Super Abenteuer Club Newsletter. Hasenclub für Herren Willkommenspaket. Hasenclub für Herren? Hasenclub für Männer? Bunny Club for Man? Wenn man jetzt nochmal wieso nimmt, dass bei Playboy ja auch so ein bisschen Bunny das Logo und sowas ist. Also nicht nur Logo, sondern was sie so ein bisschen erfahren. Als Theme. Postkarte aus Kanada. Ah ja, okay. Gesperrt. Na supi. Immer fleißig, was? Ja, wie denn sonst? Wie denn sonst? Okay, hier gibt's nichts weiteres. Wir gehen wieder raus. Ah, ja, ich sag ja, die Post ist langweilig. So, wo sind wir denn hier? Wer bist du denn? Aufträgertreiber? Krasses Spektakel gestern Abend. Das ist die Zeitung. Krasses Spektakel. Tut mir leid, komm wieder, wenn du mehr Klassen auf deinem Superheldenbuckel hast. Wow. Haben wir hier drin? Abhörset. Derby-Sieger, irgendwas. Ach, guck mal, Twilight Boysu. Ja, Mensch. Kunstsammler. Kalte Pizzakarton voller Erinnerung. Was? Erinnerbären. Ach, war es nicht auch mal irgendwie in der Folge? Memberries, irgendwie sowas? Ich glaube schon. Kann ich hier nochmal... Ich will... Oh nein. Ich will da gucken. So, kann ich das da oben irgendwie runterschießen? Oh, warte mal, hier oben kann ich auch was machen, ne? Haha! Aha, jetzt komme ich da aber nicht ran. Wie komme ich da ran? Das ist irgendwas Krasses. Hey, kann ich mit dir ein Foto machen? Kein Foto? Kein Foto. Moment, war hier nicht irgendwas? Die Gasse? Gasse. Ich glaube, Gasse war irgendwas. Ich hoffe, keine Hobos. Drogenfläschchen. Wichtiger Gegenstand, Freunde. Macaroni und Tiefgepackung mit Mystery Meat. Lasagne. Miau. Miau. Oder oben ist auch noch was, ne? Wie komme ich denn immer mal dran? Kann ich gar nicht. Großartig. Also zumindest mal jetzt. Detour, Umweg. Boah, da haben wir schon wieder so ein. So eine Fahne, ne? So ein Windrad. Kleines. Oh, Baustellenklo. Schwierigkeitsgrad 4. Das war mir klar, Freunde. Das ist einfach heftig. Warte mal, halten. Halten. Let's fetz, Freunde. Druck aufbauen. Warte mal. Okay, coole Moves. Und jetzt? Okay, wieder. So. Oh, mach doch! Oh. Okay. Come on, Druck. Nicht übel. Oh Gott. Alter, wer soll denn das machen? Fuck off. Komm, schüttel ab. Naja, das war im wahrsten Sinne ein bisschen beschissen. Logbuch des Captains. Kann ich mit dir ein Foto machen? Nö. Putz. Naja. Wäre ja auch zu schön gewesen. Oder auch nicht. Einreichung an die... Was? Irgendwas. Ah! Bring mich nicht dazu, dich im Schlaf zu töten. Das klang nach einer feuchtwarmen Sauerei. Ja. Moment. Kann ich das hier irgendwie... Ah, ne, kann ich nicht. Aber hier oben, warte mal, oben ist noch was.
Aha! Und nu? Wow, ich schalte ja scheinbar so super, super viele Sachen frei, aber effektiv kann ich noch nichts damit machen. Ah. Sie sind ein Minderjähriger und nähern sich einem rauschmittelhaltigen Sperrbereich. Treten Sie zurück oder Sie werden terminiert. Medical Fried Chicken. Warnung, Sie haben 5 Sekunden. Ach nee. Kaputt machen. Erinnerst du Daktari? Ich erinnere, am coolsten fand ich Clarence. Ja, erinnerst du? Erinnerst du Wonder Womans unsichtbaren Jet? Oh ja, ich erinnere. Ach, das scheinen auch Memberies zu sein. The Memberies, Freunde, man kennt sie. Das ist das Raisins. Mosquito muss da drin sein. Lass dich nur nicht von den scharfen Wings und Bräuten ablenken. Also versprechen kann ich nichts, ja? Let's fetch, Freunde. Hi und willkommen im Raisins. Nur eine Person? Dann ich bringe auch noch meinen Freund mit. Ah. Habt ihr schon Spaß, Süßi? Aha, sie. Sorry, mir gefallen nur Brutalisten als Superhelden. Ja, ich schieße nur Selfies mit Karate-Kid-Superhelden, die viel Trinkgeld geben. What? Okay, kurz einmal. Okay, never mind, ich habe keine Kohle. Tja, schade drum. Hier, Schnucki! Für Foto. Tut mir leid, ich folge ausschließlich nur Elementaristen. Ich folge nur Cyborgs. Also hier, Schnucki! Was, seid ihr irgendwie doof? Ich mache nur Selfies mit Assassinen. Da stehe ich total drauf. Oh, wollte ich gar nicht. Hey, Süß. Oh, oh. Was? Oh, oh. Eins von unseren Raisins Girls kommt gleich. Ist der nicht total süß? Er verdrückt jedenfalls eine Menge Wings. Ja, und dann bin ich durch die Luft gesaust und hab die Bösen vermöbelt. Wow, ich wusste nicht, dass Moskitos so tough sind. Tja, schon mal was vom Zika-Virus gehört? Noch eine Lade Wings, Süßi? Klar, schreibt alles auf meinen Deckel. Voll großzügig. Voll großzügig. Verschwinde, das sind meine Frauen. Welcher Superheld bist du? Super, warte. Oh mein Gott, die Mission, meine Superheldenkollegen. Ich hab das komplett vergessen. Weg von mir, Verführerinnen. Moskito weiß genau, was sie hier versucht. Was soll das denn heißen? Die Raisins Girls sind Moskitos Kryptonit. Du musst mich hier rausholen. Okay, hier hast du die Rechnung. Haha, von wegen. Ihr wolltet mich verführen, das zahle ich nicht. Du musst Trinkgeld geben, Wichskopf. Kampflos werden die uns nicht gehen lassen. Dann mal los. Wichskopf. Muss ich die Mädels platt machen? Warte mal, Pläne ändern. Ach so, oben kann man... Warte mal, Pläne ändern. Ich mach mal ganz kurz. Oder auch nicht. Mach mal einfach go. Let's fett, Freunde. Es ist ein großer Fehler, sich mit Cocoon and Friends anzulegen. Bestellt, ihr Süßen! Hieß die jetzt Mercedes? Mercedes? Irgendwie sowas? Ist das schon irgendwie so ein Pornoname? Willkommen im Team. Dich müssen wir komplett umstylen. Prügeln wir Moskito wieder Verstand ein. Mir ist so kribbelig. Zieh kein Fett! Au! Sucht euch selber eine Traumfrau. Kribbelig. Ach, wir müssen jetzt auch noch gegen ihn kämpfen. Moskito ist bezaubert. Benutze den Untersuchungsmodus, um mehr darüber zu erfahren. Okay. Und ab die Post. Ich will mehr darüber erfahren. Moskitos bezaubert Status erkennst du an dem Symbol unter seinem Gesundheitsbalken. Hier kannst du die Effekte von Bezaubert sehen und wie lange dies noch anhalten wird. Bezaubert, ein Zug noch, okay. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. So, kann ich jetzt irgendwie angreifen? Warte mal, was kann denn er überhaupt? Transporter. Tausche. Ah, okay, tausche Plätze. Eine Portion Wings klingt tatsächlich gut. Das will ich nicht. Ich brauche irgendwas mit Schaden. Was hat mit Schaden? Überfallangriff. Triff einen Feind in der Nähe. Hä? Ist er hier irgendwie ein Bauer, der nur diagonal schlagen kann oder was? Also. Was ist das? Ah, das müsste aber klappen. Wobei, da können wir lieber hinten machen. Da können wir direkt 2 treffen. Easy peasy lemon squeezy. Ich liebe eure Kostüme. Ich hätte auch mal so ein Kostüm. Aber oben war es eher ein Baby-Doll-Top mit gerafften Schultern. Woher nimmst du diese Energie? Awesome. Awesome, oh, guys. So, jetzt muss ich was machen? Okay, warte mal. Ich kann da hier wieder... Okay, Kamehameha, dann dürfte die erste schon mal tot sein. Sehr gut. Kamehameha!
Glückwunsch, Superfreunde! Wollt ihr nach der Tracht Prügel Raisins Kalender kaufen? Moskito zu schlagen, um den Zauber zu brechen, wird ihn wahrscheinlich töten. Was? Moskito? Achso, deswegen sollten wir es vielleicht mal nicht machen. Oder? Macht es direkt tot? Das wäre krass. Mega Faustschlag. Füge einem Feind Schaden zu und stößt ihn zurück. Macht direkt tot, ne? Machen wir mal. Oh, shit. Ihr wollt was auf den Arsch? Die Bestellung ziehe ich gerne vor. Halt die andere Arschbacke hin. Wirklich, Jungs, die Wings sind echt gut. Ihr seid nur neidisch auf unser junges Glück. Los geht's. Okay. Ach, ich bin jetzt unsichtbar? Crazy, 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 Freunde. Also ich muss irgendwas zum Angreifen. Mann, das ist nicht gut. Warte. Oh Gott, abbrechen. Abbrechen! Mission abbrechen. Warte mal, so müsste es rein theoretisch dann gehen. Dann kann ich ja... Genau, kann ich sie schlagen. Mega. Ich bin voll der Mädchenklopper. Ja. Ich spüre regelrecht das Herzblut. So, jetzt. Was kann ich jetzt machen? Ich muss die jetzt einzeln platt machen, glaube ich. Sieht ganz anders aus. Oder? Warte mal, ich könnte... Nee, so mache ich auch mir Schaden. Das heißt... Ich glaube, ich sollte lieber zum Brennen bringen. Au! Oh, hey, meine Haare sind leicht ins Number, okay? Ja! Ärger dich nicht, Arschloch! Ich vergesse immer A zu drücken! Wer hätte gedacht, dass Brennen so weh tut? Ja, wer hätte das gedacht? Also los! Du bist... Oh Gott. Also ich möchte bitte dazu sagen, ja? Es ist purer Zufall, dass ich jetzt gerade plötzlich die Rothaarige in Flammen gesetzt habe, ja? Das hat keine... anderen Hintergründe. Nur so nebenbei. Will ich nur mal kurz einmal erwähnt haben, ja, falls jetzt jemand was anderes denkt. Oh boy. Okay, da müsste ich tot sein. Mega Faustschlag. Cool and Friends für immer. Alles in Ordnung, super. Jetzt ist er auch bezaubert. Aber ich glaube, Moskito ist jetzt wieder unser, ne? Oder? Ich nehme meine Blutprobe. Alter, du übertreibst brutal. Kann der jetzt? Macht jetzt auch direkt platt, ne? Jetzt fetzt. Es ist Blut. Oh yeah. Ich wollte eine Limo, aber jetzt ist es wohl zu spät. Sehr gut, du hast gewonnen. Sieg! Ausrichten. Bitte beruhigen Sie sich. Bitte beruhigen Sie sich. Everything is and will be just fine. So, Vitalitätskelch. Artefakt und 21 Cent. Dass sie nur so wenig Kohle dabei hatten, das ist noch voll die Betrüger-Mädels oder so. Onlyfans und so. Raisins Rüpel. Besiege 8 Raisin Girls. Los, das ist unsere Chance! Krieg aber echt Hunger, ne? Diese Mädchen sind mein Kryptonit und du hast mich gerade noch gerettet. Ich stehe tief in deiner Schuld, Arschheld. Was ist dein Kryptonit? Alter, jeder Superheld braucht etwas, wogegen er machtlos ist. Irgendwelche Phobien? Emotionale Traumata? Komm, es muss doch was geben. Ist schon okay, ich bin in deinem Team, Arschkind. Mir kannst du sagen. Zeig mir mal dein Charakterprofil. Sechstklässler, Raisin Girls. Ist das jetzt? Ips-Menschen. Lass dir Zeit. Das ist eine wichtige Entscheidung, mit der man sein Leben lang lebt. Bis du es änderst. Alte Leute. Also die Sache ist ja jetzt die, ich muss jetzt hier meine Schwachstellen irgendwie preisgeben. Clever wäre es ja, wenn ich jetzt die Raisin... Also ich glaube, Raisin Girls... Wie häufig werden die wohl noch kommen? Ich glaube nicht, dass die so häufig kommen. Ja, Chaoskinder, alte Leute, Ninjas, Vampire, Krebsmensch. Ich glaube, dass die wahrscheinlich noch irgendwie kommen werden. Deswegen, wenn wir jetzt die Girls nehmen, ich glaube nicht, dass die noch so häufig kommen, oder? Wobei, ein paar müssten wir eigentlich von denen noch platt machen, ne? Da haben wir ja auch, sag mal kurz ruhig bitte, da haben wir ja auch noch eine Aufgabe von, genauso wie bei den Sechsklässlern. Weil hätte ich lieber, anstatt alte Leute generell Kinder nehmen können, da habe ich viel mehr Phobie gegen. Komm, wir nehmen alte Leute, oder? Komm, wir nehmen alte Leute. Ja, alte Leute sind voll eklig mit ihren Falten und ihrer Weisheit. Voll ekelhaft. Komm, alte Leute, passt schon. Passt schon. Oh, guck mal, sogar 50 Erfahrungen geben. Erledigt! Dein Kryptonit ist offiziell notiert. Moskito macht eine Fliege. Ruf mich, wenn du mich brauchst, Kuhnfreund.
Ah, Moskito. Jetzt müssen wir bald alle haben, oder? Sag mal kurz ruhig, bitte. Ja. Wenn der die ganze Zeit am Rumsummen ist, da kann man auch niemand seinen eigenen Gedanken zuhören. Du kannst in der Verbündeten-App dein Team bearbeiten. Details ansehen. Drücke. Okay. Wähle die Verbündeten-App. Okay, there you go. Ah, jetzt kann ich dann austauschen, fröhlich. Naja, kann ich auch mich selbst austauschen? Mumm. Muskeln. Super Craig. Human Kite. War nicht Human Kite? Warte mal. Doch, Human Kite war der mit dem krassen Laser, ne? Human Kite! Ich glaube, ihn tausche ich tatsächlich aus, oder? Weil er... Aber der macht nicht ganz so viel Schaden. Aber eine mächtige Heilung hat er noch, ne? Ich glaube, er macht mehr Schaden. Ja, hat er auch mehr Muskeln. Super, Craig! Guck mal, wie es wird. Guck mal, wie es wird, Freunde. So, lass mal's. So, ist okay, ich möchte zurück. So. Da waren wir jetzt drin. Jetzt müssen wir kurz mal schauen, wo wir als nächstes hin müssen. Müssen jetzt in die Schule und noch in die Kirche, ne? Okay, das heißt erstmal nach links. Let's go. Gibt's eigentlich bei euch was zu essen?